Hey. Und die Mama. Und die Mama und ist da. Und die Wutkille. Wer auch immer Wutkille ist, aber er ist da. Er ist eine ziemlich wütende Kille. Was auch immer eine Kille ja. ist. Und Lava. Und Lava. Mr. Lava, Lava. Ich wollte bestimmt Lava heißen, aber das gab's schon, deswegen heißt er Lava. 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 Ui, Lava. Lava. Hallihallöchen, liebe Leute, und willkommen zu einem Winnerrunden Splatoon 2. Wir sind mit dem Lava unterwegs und dem Rikus und dem Barry und dem Tui und mein Gott, so viele Leute. Und der Wutkille. Natürlich spielt ihr gegen mich. Ja. Natürlich spielt ihr gegen mich. Ach, gut. Juhu. Ihr könnt mich mal. Alle auf Zellos. Auf jeden Fall. Ihr könnt mich mal. Der wird schön gesnipert. Geschnippert wird der. Abgespritzt werde ich. Also, geht's um Boden einfärben, ne? Ja, natürlich, Boden einfärben. Hallo, was hast du schon wieder gedacht? Hallo? Beim Thema Spritzen. Es geht Spritzen, darum, Zellos zu killen, möglichst oft. Abzuspritzen halt, ne? Ich hab nicht mal gesehen, von wo ich beschossen wurde, und dann war ich tot. Ja, so ist das halt. Oh Gott, ey. Ich hab keine Reaktionszeiten mehr gerade. Ah. Ja, jetzt hast du dich verausgabt bei Tricky Towers. Nee, wegen meinem Schlafmangel natürlich. Das ist Schlafmangel wegen Monster Hunter? Nein, wegen nur WrestleMania. WrestleMania, das war bis 4 Uhr morgens und dann hat er 2 Stunden gepennt oder sowas. Und dann, bin kurz vor 6 ins Bett und bin dann um 8 wieder aufgestanden. Ja. Und war arbeiten. Und jetzt bin ich hier. Das ist ein richtig krasser Typ, ich sag ja. Deshalb Frühstück hätte er schon verdient, aber dass ich ihn nicht verdient habe. Hast du das einfach aufgenommen? Aufgenommen? Was? Nichts aufgenommen. Oder einfach nicht geguckt? Ich verstehe deine Sprache nicht. Also boah, dieser Titi-Typ, der scheint echt gut zu sein. Boah. Aber der Lava ist nicht so gut. Euer Lava. Was ist mit der Mucke hier passiert in dem Spiel? Früher war die so entspannt, das ist ja vollkommen der. Es ist doch immer noch entspannt, das ist jetzt halt. Ganz schön psycho-mäßig geworden. Ja, ein bisschen psycho. Das zeigt einfach nur, wie es Splatoon eigentlich tatsächlich ist. Ich sag ja, das ist ein 18-Plus-Spiel. Ihr habt mich immer ausgelacht hier. Der Evil Titty, der macht uns ganz schön lange, oder? Ja, der Evil Titty. Ei, ei, ei. Sieht nicht so wunderbärchen gerade aus. Wunderbarlich. Wunderbarlich, am wunderbarlichsten. Der hat irgendwie so eine ganz krasse Waffe und mit einem Schuss bin ich tot. Der ist dann schnell wie die Sau. Der Evil Titty. Ach nee, das war Wutkille. Evil Titty. Ja, wenn Wutkille auch tot ist. Genau, ich habe mich geopfert. Sich geopfert. Endlich, oh, die sind eklig. Warum müssen wir immer mit so guten Leuten spielen? Warum können wir nicht mal mit Idioten spielen? Machst du doch gerade. Schon, aber. Ja, ich will mit mehr Idioten selbst in die Pfanne aus. Mit mehr Idioten spielen. Ey, ich krieg. Zellos, ich hasse dich. Ja, ich liebe dich auch. Aber er ist dafür direkt getötet worden. Ja, das sehr stimmt. Ja. Hast du gut gemacht. Oder warst du es nicht, Dude? Nee, ich war es nicht. Ach, der Wutkiller, der hat so eine Blasenkanone irgendwie. Das ist ein One-Hit gewesen. Ja, mich One-Hitet er auch die ganze Zeit. Das ist ja vollkommen sick. Ein bisschen eklig. Ich bin ihn zwar 18 Mal ausgewichen, aber wenn er dann getroffen hat, war es vorbei. Ja, du kannst diese Blasen. Ach so, ne, diese. Das sind diese Luftexplosionen-Dinger da, die er meint. Also ich fühle mich ein bisschen verarscht von dem Spiel gerade. Alter, ja, wie auch der Rikus gerade. Ich bin ein richtiger Feeder gerade. Ich auch. Stop feeding the trolls. Hashtag neue Raumsuche. Leicht gewonnen. Und die haben noch gesagt, die wollen mich fertig machen. Mein Gott, ich bin enttäuscht von euch. Enttäuscht. Ja, wir wollten dich anstacheln, dass du dir richtig Mühe gibst. Ja. Boah, ich zähle das auch immer zwischendurch mal weg für eine halbe Sekunde. Nee, das bist nur du. Ja. Das ist nur bei dir Rico so. Rico ist ein weiser Mann. Das höre ich oft, ja. Er ist so weiß, dass ihm alle Haare ausgefallen sind. Deshalb hat er auch Frühstück von Anfang an gebucht bekommen. Also ein neuer Raum ist nicht. Nein. Ich hab schon Ja gedrückt hier gerade. Ich auch. Ja. Ich drück ja auch hier. Drück auf Vielleicht spielt der Kille einmal mit mir, dann gewinne ich auch. Ich glaube, der andere ist schon gar nicht mehr da. Was hat der für eine krasse Waffe? Ich will auch eine Waffe, wo man mit einem Schuss alle tötet. Oh, jetzt ist gut, Kille weg. Oh. Nunchaku! Aber die Mama ist noch da. Ja, immer ist noch die Mama da. Und der Ninja Oli und der Oizorg 29. Oizorg 29. Eigentlich ist es egal, wer gegen uns spielt, wir verlieren eh. Ich wäre beeindruckt, wenn das dann einer ist, der 1929 geboren wäre. So ein alter Opi jetzt so richtig geil am Splatoon zocken. So.
Im Grunde. Oh, welcher? So. Alex und Barry. Keine Chance. Barry ist ausgeschließt. Ausschließt. Ausgeschließt. Ja. Ausgeschließt. Ein Morph. Ausgeschlosset. Ausgeschlossetet. Ausgeschleiselt. Am ausgeschlossensten. Und auch noch die falsche Farbe. Wir haben geiles Pink. Wir haben geiles Pink, Alter. Geiles Pink. Ich hab gelb. Gelb steht für Dortmund. Neid. Steht für Dortmund. Das ist bitter. Das... Ja, das ist wirklich bitter. Ja. Weil jetzt haben sie ja mal wieder gewonnen. Dann doch, ja, das war auch eine gute Leistung gestern, tatsächlich. Boah. Das, nach dem 6-0 gegen Bayern, wo ich 5-0 getippt habe, war ich eigentlich so. Ne? Aber gestern sah es gut aus. Oh nein! Ich hab irgendwie getötet. Das, ja, das war sogar ich. Weißt du, das sagt er sogar. Ah ja. Ah. Was ist denn hier los? Ich kenne die ganzen Waffen nicht. Alles gut. Ja, wenn man das eine Weile nicht spielt, dann braucht Splatoon echt immer, also ich zumindest auch, Zeit wieder, ja. Ein bisschen Zeit, um wieder reinzukommen. Ich muss aber sagen, ich bin an sich gerade total im Gaming drin. Also ich bin wirklich jeden Tag am Zocken wie die Sau. Also an sich, Praxis ist da, nur halt nicht von dem Spiel. Ja. Immer diese Leute mit viel Freizeit. Hey, ja, wie dieser Zellos. Ja, das war ich. Get fucking wrecked. Yeah. Ach ja. Ach, mein Gott, jetzt habe ich gestern und vorgestern so viel rumgespritzt, heute darf ich wieder, das ist voll schön. Und dann hast du Splatoon gespielt, ne? Und dann habe ich Splatoon gespielt. Dann hat er Splatoon gespielt. Ah, herrlich, herrlich. Ich muss schon zugeben, danach war ich ein bisschen erschöpft. Aber nur nach dem Splatoon-Spiel. Das andere, das war ja okay. Das ist ja tagtäglich Brot, ne? Das ist täglich Brot, genau. Ja. Solange es nicht dein täglich Brot ist. Dazu zum Glück. Oh. Weißt du, ich hatte ja noch... Jetzt kann ich nicht mehr spielen. Jetzt hatte ich hatte ja noch... Eiweißbrot. Ich hatte wenigstens noch Niveau, aber der Rikus, der hat es jetzt komplett... Du hast mich nicht wegen Niveau angeheuert. Nee, das stimmt. Also wir nehmen auch nicht das gleiche Hotel wegen Niveau, also das ist anders. Nee. Habt ihr eigentlich jetzt ein Doppelzimmer genommen? Nein. Nee, wir haben ein Einzelbett. Ja, ein Einzelbett. Und wir, ja, und wir liegen aufeinander, weil Löffelstellung ist uns zu Mainstream. Deshalb liegen wir aufeinander und abwechselnd. Aufeinander. Ich stehe auf seinen Schultern, während er schläft. Und meine Ohren ausreißen. Ja, Mist. Weißt du, jetzt hab ich dich getötet oder war das wer anders? Nee, es war ein anderer. Aber du bist irgendwie direkt in mir rein gestorben. Hm. Ja, richtig. Ich hab gesehen, dass du ganz transparent warst. Hm. Also da macht uns einer immer fertig, dieser komisch mit dem Sniper. Barry straff. Na, dieser Barry fand straff, der ist aber ziemlich gut, hey, mein Gott, ESL-Spieler. Ja, leichte Lose für Pink dieses eine Mal. Barry hat uns fertig gemacht. Ja. Ich war eigentlich ziemlich scheiße. Barry ist um ehrlich zu sein. Das werden wir gleich sehen. Also, du hast ja, doch, ich habe auch fertig gemacht. Ja, du hast uns fertig gemacht. Ziemlich scheiße. Ja, ziemlich scheiße, ja. Weißt du? Hat es nur 8 Kills. Dieser Typ, ey. Ja, ziemlich scheiße. Und auch noch der Beste aus der Gruppe, ey. Wieso hab ich eigentlich TeamU immer an, wenn mein Rechner startet? Weiß ich nicht. Weil du das im Autostart drin hast. Das muss man mal bei dir umstellen. Das würde Sinn machen. Das muss man mal bei dir einstellen. Ja, Taskmanager nimmst du und dann guckst du. Nein, das ist viel zu viel Aufwand. Ja, dann hast du Pech, dann bleibt es immer offen. Ja, hab ich halt Pech. Aber mit der Stimme müsste ich eigentlich auch Support machen. Ja, das ist halt schade, aber das ist halt jetzt so. Aber dann würde ich dich schlagen. Ich kann dann immer was laberst du. Aber ich kann keine Buchungen machen. Oh mein Gott, mein Arbeitsplatz ist gefährdet. Ja, das ist jetzt halt nun mal so. Oh, eine neue Map. Oh, schön. Schön. Ist die neu? Ist wirklich neu oder mit Pavol hier verarbeitet? Nee, die gibt's seit ein paar Wochen. Ach so. Ach, das ist das. Ist die nicht schon länger? Nein, die Map? Die ist jetzt nicht mal so neu, ne? Ich habe heute einen Nintendo-Newsletter bekommen, da stand irgendwas von Splatoon 3.0. Ja. Wann kommt das raus? Weiß nicht, diesen Monat stand da irgendwie. 2% mehr Farbe. 2% neue Maps, 100 neue Gegenstände oder so. Okay. Ah, yeah. Und dann mehr habe ich nicht gelesen. Und irgendwann glaube ich auch die Octolinge, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Aber ja, die soll, glaube ich, im Sommer kommen, dachte ich. Die kann man dann auch spielen, oder? Ja, die kann man auch im Online spielen dann. Wenn man sie, aber erstmal muss man die Kampagne durchspielen.
Außer du sagst, nee, ich habe gelesen, dass man die auch so bekommt. Nein, du musst die Kampagne durchspielen. Tja, Barry, Pech für dich. Die Map ist ja riesig hier. Mein Gott, cool. So ist halt ein Supermarkt, ja? Was erwartest du von einem Supermarkt? Hallo? Nichts also in Supermärkten, wo ich bin, werde ich nicht mit Farbe beschossen. Außer ja, das ist ein Baumarkt, aber... Ich wollte gerade sagen, hallo, wo bist denn du unterwegs? Nee, muss man echt die Story dafür durchspielen, um die freizuschalten? Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kampagne muss man halt durchzocken, so habe ich das gelesen. Nein, Zellos, hast du eine seriöse Quelle? Pornhub. Ich habe Barry erledigt, Auf Pornhub habe ich das gelesen. Und ich finde, Pornhub ist sehr seriös, ja. Das ist eine seriöse Quelle, ja. Auf jeden Fall seriöser als Bild.de. Okay. Ah ja, das war der Diss, das war der Diss des Tages heute, ja. Der Hamburger SV. Okay, jetzt wird's auf. Jetzt, immer. Zellers. Das krasse ist ja, ich habe mir Hamburg gar nicht mehr verfolgt, weil ich dachte, die verlieren eh. Und dann bin ich irgendwann aufgestanden, habe ein schön gefrühstückt und dann hieß es, Hamburg hat gewonnen und ich war total verwirrt. Vor allem, ich habe mir die erste Halbzeit angeguckt. Schalke war ja so scheiße, das ging. Echt? Ja, ja, echt. Siehst du mal wieder, ne? Rikos. Was ist denn los, Bibi? Ja, was ist denn los? Noch? Ich habe dich gar nicht kommen sehen, aber... Nee, kannst auch nicht, weil ich durchfahre, Weil du ein Ninja bist. Weil du ein Ninja bist, super, ja. Genau, weil ich ein Ninja bin. Ich habe aber auch so ein Ninja-Report fertig. Ich habe aber auch so ein wunderschönes hier. Hi, Barry. Wo kommst du denn auf einmal her? Ja, ich habe halt Ninja-Kräfte. Siehst du ja an meiner schönen Jacke, dass ich Ninja-Kräfte habe hier an meiner Jacke. Du wolltest ein Schwein mit Ninja. Ja, Schwein mit Ninja-Kräften. Oink, oink. Oh, 2 gegen 1, ihr Assis, oder was? Naja, natürlich. Finde ich absolut fair. Na gut, Barry. Ja, wir haben uns immerhin gegenseitig getötet. Das ist ein guter Kompromiss. Ja, ne? Haben wir bei den Kill. Können wir uns freuen. Damit kann ich leben. Ja, das ist Gerechtigkeit. Also, Leben ist in dem Fall schlecht, weil du tot bist, aber... Ja. Ich verstehe die. Aber man muss... Situation. Ich habe nur ein Chakrusblatt gemacht. Seid ihr eigentlich bei mir im Stream alle gleich laut? Ich muss das jetzt mal gar nicht überprüft. Ich kann nicht gleichzeitig hören und aufnehmen, Junge. Auch nicht. Ich kann nicht gleichzeitig hören und aufnehmen, Junge. Junge, hey, was erwartest du von mir? Also was ist denn doch so wunderbar an Splatoon 3.0, dass wir jetzt alle unbedingt... Rikos. Rikos der Rikos ist Katze. Wunderbar. Das ist schon Begründung genug, finde ich. Und dann muss Splatoon 3.0, dass der Rikos da dabei ist. Das mit dem Octolink, das werde ich nochmal googeln, ob man dann wirklich den Story-Modus, weil ich bin jetzt ja kein großer Fan des Story-Modus von Splatoon. Um es mal vorsichtig zu sagen. Weißt du hast einfach keinen Geschmack. Ja. Ich habe Tobi, du wurdest gerecht von Barry. Falls ihr das hilft. Ich hab euch vernichtet. Hilft mir sehr. Hast du gut gemacht, Rikus. Sehr gut gemacht, Rikus. So, heute ist immer mein Team, das verliert. Ja, offenbar. Das ist schön. Ja, ne? Spielst du bei Hamburg? Ja, nimm jetzt eine andere Waffe. Du spielst ja mit dem Barry, also ja, Hamburg. Ey, davor habe ich gewonnen, ja. Okay, da warst du ja sogar der Beste. Hier. Ja, lass es dir nicht zu Kopf steigen jetzt hier. Doch, ich google das mal mit den Octolingen. Ihr sagt mir einfach Bescheid, wenn der Kampf losgeht. Mhm. Bescheid. Octolinge. Voraussetzung? So, es geht jetzt gleich los. Ich habe doch noch nicht fertig gegoogelt. Hast noch 10 Sekunden du bist viel zu langsam, Mensch. Wo ist denn da die Arbeitseffizienz, ihr, Alter? Mein Arbeitseffizienz, das Wort habe ich ja noch nie gehört. Tja. Ich auch nicht. Ich auch noch nicht. Tja. Das habe ich mir jetzt gerade gesagt. Arbeitseffizienz. Effizienz. Alle gegen Rikus. Hä? Oh, 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 oh. Ja, da habe ich ja schon mal 3 Gewinner im Team. Oh, wir haben diesen krassen Typen mit dem MG in unserem Team. Ich hab verloren. Das ist gerade hart, dieser gegen. Weißt du, Alter, was ist das denn für eine eklige Scheiße? Aber ich hab trotzdem irgendwie zufällig getötet. Das ist Farbe, Barry. Aua. Farbe. Ja, neue Waffe, ne? Jetzt will ich mich witzig köstlich. Was habt ihr denn? Ja, dann Spaß beim Spielen, ja? Ja, Spaß beim Spielen, das ist ernst hier. Es geht darum, uns zu töten, mit Farbe. Hey, mit Farbe. Ach so. Paintball. Das geht um Wände anmalen und umspritzen. Ja, mein Gott, hast du die ganze Zeit getötet oder gesplattet? Weißt du, Rikus, du hast sogar einen Typ dabei, der heißt Neopteryx, ja? Ein Dinosaurier. Wie soll ich da ankommen, ja? Und der schon Ninja, ne? Splatoon spielt, das ist auf jeden Fall ein gewisser Erfahrungsvorteil. Meine Güte, muss schon sagen. Fühl mich leicht verarscht. So, aber ich hab den Eusorg platt gemacht, den Ork aus dem Eus. Eusorg, das klingt wie so ein schlechter Ork aus dem Herr-der-Ringe-Film.
Ich bin Oisorg. Brauchen wir noch einen Namen für einen Ort? Oisorg. Muss nicht sein. Nee. Oisorg. Ah, kommt der Rikos hier von hinten hier. Von typisch. Hinten. Ja, nimm dich schon mal in Acht, ne? Ach, mein Gott. Mann. Aber kriegt ihr das, die Rüstung eigentlich immer oder nur, wenn ihr in meiner Nähe seid? Nein, das kriegen wir immer. Das kriegen wir immer. Ich bin hier in einer Sackgasse und ich bin tot. So, ich habe den Ninja gemacht. Ach. Oh, jetzt kann ja, aber zwei drei auf einmal. Seltsam. Kommt her. Nehmt mich. Nehmt mich alle. Nehmt mich alle. Sofort. Ja. Oh, schnell da weg. Ich glaube, du wurdest jetzt nicht getötet. Doch, wurde ich. Entschuldigung. Boah, komm. Das ist wegen mir gewesen. Warum, was hast du? Auf mich, mein Gott. Ich bin einfach dahin lang geflohen, wo du warst. Ich habe nur gesehen, dass da jemand war. Das war ich, weil dann war ich tot. Ah. Ich bleib hier. Nein! Vorsicht, weg da, Barry! Ah. Jawohl, mit dem letzten Schuss, Zellos. Ausgewichen wie so eine Katze und dann... Buja! Ach, komm, ey. Mit mein Schild! Ach, komm. Ja, das Schild war 3 Minuten zu spät bei mir. Egal, dann musst du nächstes Mal 3 Minuten länger überleben. Ja, so sieht's aus, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Vielleicht bin ich einfach ausgesprochen. Vor allen Dingen war er letztes Mal Teamführer, da war der Beste in seinem Team. Ja, komm. Ich hab einen Dinosaurier getötet. Ja, die haben sich so auf mich eingestellt. Wir verlieren es. Ja. War ja klar. Wir sind scheiße, sag ich doch, ja? Ey, mein Gott. Ich sag doch drei Gewinner im Team, oder? Mein. Ja, aber nur drei, Rikos. Nur drei. Das kann so nicht angehen, deshalb brechen wir die Folge jetzt ab, ja? Und ich mache jetzt eine neue Folge. Der Rix, der war scheiße. Wir werden in der nächsten Folge werden wir euch zerschreddern, also ich vor allen Dingen, ja? Werd euch zerschreddern. So, ja, so sieht's aus. Ciao, Leute. Tschüss. Tschüss. Tschüssi.